Ja, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück nochmals zu Crusader Kings 3. Letzte Folge ging ja ein bisschen in die Hose. Musste ich ja kurz eingreifen, da wir einen kleinen Fehler gemacht haben, sage ich jetzt einfach mal. Jetzt hat er sich für 25 Jahre, was hat er sich für 25 Jahre gegönnt? Chancellor oder was? Chancellor. Boah, die gehen mir alle am Sack, Alter. Alle umbringen. Alle hinrichten, echt ohne Witz. Wäre es einfachste. Einfachste. So, wir sind Exalted Among Men. Dann gibt es hier die The Living Legend. Das ist das höchste. Plus 30 Meinung. Was wir machen könnten, übrigens total dumm, ne? Also rein theoretisch, wenn wir wollen würden, was wir eigentlich auch machen könnten, wäre das hier. Das würde einfach die Meinung verdoppeln. Wir hätten dann plus 100 Meinungen, was so total geil wäre. Also plus 60, statt 30 plus 60 Meinungen. Das heißt, uns würden wirklich alle lieben eigentlich. Was wir eigentlich eben machen sollten. Können wir eigentlich die Burgundis mal unterwerfen? Die sind halt immer noch verbündet mit die Italiener. Aber darum geht es eigentlich nicht. Eigentlich möchte ich nur einmal kurz Kräftevergleich mit Byzanz machen. Das ist eigentlich das Einzige, was ich noch möchte. Wir erhöhen nochmal unsere Autorität auf die nächste Stufe. Die Sonne haut, Alter. Was ist denn das? Mach mal aus hier, das Ding. So, ich habe mal die Sonne ausgemacht. So, was ist denn jetzt hier los? Soziale Manipulation. Gar keinen Bock drauf. Auf euren Kindergarten. Ne, Tochter! Nicht euer Ernst, Alter. Hör mal auf, mir immer Töchter zu gebären. Könnte ich ja kotzen, ey. 90% oder? 85%. Also ein Krieg gegen Byzanz, meine Damen und Herren. Wird auf alle Fälle was Größeres. Ja, Verbündete, ne? Verbündete, können wir suchen. Bündnis Alliance Power. Aber das Problem ist, die sind halt alle bei uns im Reich drin. Was mir suchen müsste, wäre quasi Dynasty Notkaba. Selbst dann haben wir noch alle bei uns mit drin. Ja. 45.000 Mann. Wir haben noch einen Heiligen Orden mit dabei. Dann wären wir bei 55.000 Mann. Natürlich hätte man da noch Söldner. Also um die 60.000 Mann. Er muss auf alle Fälle erstmal sterben. Das mal das allererste. Das Reich die stabilisieren, Bündnisse brechen. Und danach kommt unsere Zeit, hoffe ich. So, unsere ganzen Vasallen wieder freilassen. Was ist denn jetzt wieder los? Your truce with you, Karl, ends. Das ist aber nice. Ich wusste gar nicht, dass ich mit denen Waffenstillstand habe. Toll. Was können wir jetzt hier machen? Space Scheme Power, Monthly Prestige. Fellow Vessel Opinion, Independence, das ist alles total sinnlos. Mein Freund, es ist mal wieder an der Zeit, für Kleingeld zu sorgen. Ja. County auf irgendwas hat eine negative Meinung von mir, das ist halt so. Plus 83 im Monat. Wir retten jetzt die alte kurz, das ist auch 100% by the way. Und da beschlafen wir. Wir haben nochmal 1500 Prestige dazu bekommen. Auch wieder sehr nice ist. Leider haben wir noch keinen fähigen Erben. Challenge Rival to fight. You cry. Was? Nee. Was ist denn das? Wer ist denn das? Nee, Alter, der ist so viel stärker. Der hat 32, ich habe 16. Der wird mich einfach platt machen. Der wird auch mich spucken. Wird der machen. Dann wäre ich tot.
So. Das ist gut gegangen, hervorragend. Und er ist tot und keiner weiß, dass ich es war. So, 46.000 Mann hat noch immer das Bündnis mit Wien, aber das wird nicht reichen. So, was wir jetzt machen werden? Invasion. Das Spiel denkt sich so, tschüss. Invasion von Ungarn. Gleich starke Truppen. Und dann ist es passiert. Das ist der Krieg, meine Damen und Herren, auf den wir alle gewartet haben. Der entscheidende Krieg. Holy Order werden wir natürlich auch mit anheuern. Mercenaries noch nicht. Okay. Boah, alles oder nichts, ne? Alles oder nichts, das ist hier die Frage. So, auf alle Fälle werden wir unsere Truppen erstmal aufteilen. In 13.000er Stacks. Eigentlich müsste ich sie sogar noch kleiner machen. Wir müssen halt nur aufpassen, dass mir jetzt hier dann die Byzantiner nicht blöd kommen, sag ich jetzt einfach mal. Okay. Einmal dorthin. Schauen wir mal, wie die reagieren auf unsere Invasion, wa? Das wird auf alle Fälle eine harte Sache, glaube ich. Bin ich mir sicher. Das wird hier... Wir werden uns alle nicht schenken. Das wird ein verlustreicher, ein Verschleißkrieg, wie ich es immer so schön sage. Oder wie ich es immer so schön nenne. So. Also, Belagerungen laufen schon mal. Wird spannend. Warum könnte... Ah, mein Fuß. Oh. Vor allem könnte ich mir vorstellen, dass jetzt natürlich dann entsprechend des Ganzen hier. Können wir erstmal ihn noch mit reinrufen hier. Ja. Wie viele Männer unterstützen mich dann? 52.000 habe ich aktuell. Okay, das bringt mir gar nichts, die Männer, die er mit reingebracht hat. So, erste Belagerung gewonnen, sehr schön. Was jetzt hier machen? Wir übernehmen die Belagerung von dort. Und schicken die einfach mal dorthin zum Chillen oder so. Keine Ahnung, was die da machen. Zweite Belagerung gewonnen. Dann könnt ihr euch jetzt kurz einmal verdammt. Ah, da kommt das Feindes Armee. Das Feindes Armee kommt und wir ziehen uns einmal kurz alle zurück. Dorthin. Und die habe ich abgefangen. Und damit verliere ich die Schlacht. Ach, verdammt, wie blöd bin ich denn? Das war eigentlich genau das, was ich vermeiden wollte. Dass sie mich irgendwo off guard erwischen und dann zusammenschlagen. Genau das ist wieder geschehen. Ich habe genau den Fehler gemacht, den ich eigentlich nicht... Jetzt haben die andere Armee auch noch erwischt. Wollt ihr mich verarschen? Warum sind die so stark? Dangerous Faction, ja, jetzt kommen die natürlich auch wieder. Weitere 6.000 Mann sind einfach ausgelöscht worden. Können jetzt einfach wir können die Armee einmal disbanden. Dauert jetzt 6 Monate, wieder rufen zu können. Aber das ist in dem Fall egal, denn wir können jetzt einfach dann darauf warten, dass sie ihre Truppen verlieren. Ich werde jetzt die Truppen danach hier unten ausheben. Einmal dort unten. You gain, was? Fingertip Freeze? Achso. Ja, natürlich. Mit unserem Kind ein bisschen Schneeball spielen. So, jetzt haben die natürlich viele Truppen verloren durch Hunger und so, ne? Hunger und Tod und Verschleiß und Verderben. So. Ich glaube, das war falsch. Nee, warte mal, stopp. Wir sollten die nicht direkt dort ausheben. Vielleicht etwas weiter hinten. So. Mercenaries. Ja, ist nicht viel, aber... Besser wie nix. So, 50.000 Mann. Es ist Payback-Time, meine byzantinischen Freunde. Teilen sogar unsere Truppen extra auf. Ah, okay, da ist die Schlacht. So. Wir haben plus 50. Plus 100% Schaden. Plus 100% Schaden haben wir jetzt gehabt am Ende. Weil... Ja, sehr schön. Sehr nice. So. Jetzt werden wir unsere Truppen nicht so stark splitten. Also werden sie schon auch splitten, aber nicht zu... Ah, nee, komm, wir lassen die einfach, wie sie sind.
Okay, das da oben kriegen wir ja auch. Das haben wir ja schon besetzt. Das kleine County, da müsste man noch erobern. Das machen wir jetzt folgendermaßen. Die gehen einmal dort oben hin. Was ist denn das hier? Was? Stage an elaborate excavation. Also wir können ein Fake. Ne, machen wir nicht. Ich möchte in dem Fall wirklich die Kohle haben. Das Problem ist halt einfach, die Versorgungsschwelle ist hier überall so niedrig. Da sind 1100 Byzantiner. Also truppentechnisch ist es zu... Ah! Können wir zumindest das Ding schnell angreifen. So, euch ziehen wir zurück. Ihr geht einfach mal kurz weg. Das da oben versuchen wir noch zu belagern. Kommen die durch? Ja, okay, die haben hier rechtzeitig gewonnen. Das ist das Wichtigste, dass wir das Ding mal gewonnen haben. Jetzt haben wir noch eine Tochter. Das gibt's doch nicht. So, das greifen wir auch nochmal an. So. Ja, das mit Verteidigung ist halt nice, ne? Defensive Measures. Okay, wir splitten euch mal. Halb dort, das funktioniert aber auch nicht so richtig. Ne, passt auch mal anders. Ich löse euch auf. Euch auch. Ihr erobert das Ding zurück, jawohl. So, die Byzantiner dürfen unten sich auch wieder kurz alle gegenseitig aufbrauchen. Wir warten jetzt einfach wieder kurz. Und dann, während die alle am Verhungern sind, sammeln wir uns jetzt einfach dann aufs Neue hier. Heben wir unsere Armee dort aus und schauen dann, ob wir die dann doch einfach nochmal besiegen können. Da sind auch keine Belagerungswaffen mit dabei. Sammeln uns mal hier. So, wieder 30.000 Mann. Ah, bitte sofort gehen. Die restlichen Truppen können wir nachträglich noch ausheben. Auf geht's. Ja, die schicken alles rein, aber auch dieses Mal wieder ein entscheidender Sieg für uns. 19.000 und einige gute Gefangene. Hervorragend. Hervorragend. So muss es laufen. So, jetzt haben wir hier natürlich wieder erste gute Erfolge erzielt oder weitere gute Erfolge. Und wenn jetzt hier einfach nochmal die nächsten zwei Provinzen belagern mit nebenbei. So, ihr zahlt euch auf. Ist euch traurig, dass die Entwicklung im Norden besser ist als hier im Osten. Ja, die Bauern. Französische Populisten unter seiner Führung. Komm, kriegst ein Geschenk. Schick einfach mal ein paar Geschenke. Hoffen, dass das hilft. So, okay, Belagerung gewonnen. Belagerung gewonnen. Schick mal die Boys dorthin. Die Boys schicken wir dorthin. Die Boys teilen wir auf und die sollen einfach chillen oder so. Ach Gott. Disturbing Confession. Ne, müssen wir gucken, dass wir so klarkommen. Können wir ein Feast schnell schmeißen. Das sollte auch unseren Stresslevel wieder senken. Notfalls noch eine Jagd hinterher. Ach Gott, jetzt haben wir das alte Problem wieder. Schmeißen den anderen raus. So, Byzanz hat sich erstmal verkrümelt. Ja, da ist Byzanz, haben sich gesammelt. Da unten, belagern da unten eine Provinz von uns. Machen wir noch eine Jagd. Auf alle Fälle, die anderen Typen haben sich wieder entspannt hier, die zuerst Krawall machen wollten. Können wir die nicht tauschen? Ne, geht nicht. Eigentlich schade ist. So, hier machen wir einmal kurz einen Assault. 28%. Das macht aber eigentlich auch keinen Sinn, hier die dahin zu schicken.
Ja, ich habe das Problem ist, dass wir kein Warscore haben, keine Kriegsziele halten. Das heißt, wir müssen jetzt erstmal eine Provinz von hier erobern. Wir müssen uns jetzt unseren Weg mal hier runterarbeiten. Mal kurz gucken, wo sind meine Belagerungswaffen? Da sind unsere Belagerungswaffen. Die müssen sich aber erstmal wieder auffüllen, was Belagerungsgerät angeht. Erstmal uns auf dem Weg da runterarbeiten. Das dauerte hier auch ewig irgendwie, dieses Ding hier. Da sind schon Belagerungswaffen dabei, oder? Ja. Offiziell sind da welche dabei, aber inoffiziell juckt das irgendwie keinen. Hier hingegen kommen wir immer super durch. Schön gleich mal Unterstützung mit rein. Assault fort. Okay. Einmal dorthin und dann schicken wir unsere ganzen Boys natürlich damit in die Nähe. Das haben wir jetzt auch mal erobert. Ah, hier oben, ich bin so weit aufgeteilt. Wenn sich die Byzantiner mal dazu entschließen würden, mich anzugreifen, wäre aber Schicht im Schacht hier, ey. Mal schon mal sagen, habe ich ein bisschen Glück, dass sie sich so blöd anstellen. Das können wir auch direkt wieder angreifen. 10 Tage ist das Ding durch. Und wir haben den Krieg gewonnen, rein theoretisch. Tja, und ich denke mal, das wird es auch erstmal sein. So, das ist nämlich folgendes. Das ist jetzt nämlich für uns sehr gut. Wir haben jetzt Ungarn. Können das auch einfach Titel erschaffen. Jetzt denkt ihr euch bestimmt, toll, jetzt hat er da lauter Border Gore. Aber das ist in dem Fall tatsächlich erstmal egal. Das ist jetzt hier in dem Fall tatsächlich erstmal nicht wichtig. So, hervorragend. Jetzt haben wir diese Gebiete hier noch bekommen. Das Wichtigste ist erstmal, dass man Byzanz schwächt. Das ist das Wichtigste von allem. Und durch das Schwächen von Byzanz haben wir uns quasi an die erste Stelle gestellt. Wir sind jetzt quasi die stärkste Nation der Welt normalerweise. Denn Byzanz hat jetzt ein komplettes Königreich verloren. Das tut weh. Und zeigt das auch, dass wir in der Lage sind, Byzanz zu besiegen. Das ist eben alles, was zählt. Dass wir in der Lage sind, Byzanz auszulöschen. Der Rest zählt nicht. Der Rest ist irrelevant. Diese paar Gebiete, die Byzanz jetzt noch in unserem Territorium hält, soll so sein. Aber das juckt keinen. Das ist vor allem auch für uns jetzt sehr wichtig, denn es zeigt, dass wir in der Lage sind. Wir sind ein starker Herrscher, wir sind ein mächtiger Herrscher. So, ich habe jetzt irgendeinen Titel übernommen hier. Den geben wir natürlich gleich wieder ab. Oder auch nicht. Waren da jetzt... da, bitteschön. So, ach, den kann ich jetzt auch holen. Das ist aber sehr nett. Da, bitteschön. Machen wir gleich ein Fest mal zur Freude. Um das Ganze zu feiern hier. 10% Steuer nochmal. Wir haben auch einiges an Gold verloren, ne? Mal schon mal sagen. Tja, und für Byzanz. Wir haben jetzt 44, wir haben jetzt 51.000 Mann ohne Söldner, ohne irgendwas. Die haben genauso viel. Also wir haben es auf alle Fälle geschafft, das Playing Field zu leveln, kann man quasi sagen. Und es ist ein Sohn. Ein perfekter Sohn. Perfekt. Unser Thronfolger quasi, der hier jetzt auf die Welt gesetzt wurde. Natürlich jetzt aktuell nicht auf Rang 1, klar, aber wir haben immerhin 100 Stimmen, direkt Rang 2 schon mal. Okay, er hat jetzt schon mehr Stimmen, wie, was geht, okay, er ist einfach Platz 1. Warum sind wir echt so krass beliebt? He has strong claim. He belongs to a prestigious dynasty. I trust the judgment of a ruler I like. Okay, weil die mich alle so sehr lieben. Das ist der Grund. Die lieben mich alle. Ich bin der beliebteste, der mächtigste, der reichste, der coolste, der geilste Herrscher. Und ich habe es geschafft, Byzanz zu besiegen. Wir haben auch zusammenhängendes Reich. Das ist wichtig. Die haben keines. Die haben keine zusammenhängenden Grenzen. Wir schon. Das ist eben alles, was zählt. Wie schaut eigentlich die Entwicklung unserer Hauptstadt aus? Das könnt ihr mich auch mal wieder anschauen.
Nebenbei nochmal unsere ganzen Provinzen ausbauen, nebenbei, dass wir das auch mal gemacht haben. Das können wir auch mal ausbauen. Das können wir auch nochmal ausbauen. Alles relativ teuer, aber ist nicht so schlimm. Entwicklung war mal irgendwo bei, ja, schon mal bei 22 Entwicklung. Was? Harvard Local Knitting. Okay, keine Ahnung, was das heißen soll. Ja, ich bräuchte die Bursch-Innovation, dass wir überhaupt mal sowas bauen könnten da. Was ist das hier? Das haben wir noch nicht erforscht. Das ist ewig alt. Eigentlich schon wieder ein trauriges Schicksal, ne? Eigentlich ein trauriges Schicksal. Ich habe ja eh schon Tor gehabt. So. Ja, unser Kind ist mal aber sowas von eindeutig auf Platz 1. Nur ganz wenige, die sich wirklich wagen, gegen meine Stimme zu stellen. Okay, die Unzufriedenheit steigt weiter, weil wir seit längerer Zeit im Frieden sind. Das ist halt das Problem, Friedenszeitmeinung. Ah, wir machen 7.12 Text, das ist schon nice. Tja. So endet ein langes, unterhaltsames Projekt, kann man sagen, gell? Also ich muss sagen, ich habe echt gedacht, ich verliere den Krieg gegen Byzanz. Muss ich wirklich ganz ehrlich sagen, also als ich dann die erste Schlacht verloren habe, die große, wo ich dann einfach wieder selber gepennt habe, weil die Truppen so aufgeteilt waren und die sich dann halt direkt aufgeteilt haben und uns zusammengeschlagen, da war dann schon mal kurz die Stimmung im Keller, sage ich jetzt mal, aber wir haben es doch nochmal geschafft, zurückzuschlagen. Ah, ich habe noch gar nicht die Belagerungswaffen dabei. Schick mal die 25.000 dorthin, die 25.000 dorthin. Da kommen jetzt die Belagerungswaffen. Das ist ja eigentlich der Witz an der Geschichte, weißt? Dass die Belagerungswaffen jetzt erst nachträglich reinkommen. So, und dann marschieren wir direkt zur Hauptstadt mit den Belagerungswaffen. Die Schlacht, da haben wir auch gewonnen. Dann schicken wir unsere Armee natürlich direkt in die Nähe des Ganzen zur Verteidigung der Offensive. Plus 10% Einnahmen im Krieg. Machen immer noch minus 44, das ist aber nicht so schlimm. So, zweiter Sieg, plus 40%. Da haben sie mich hier halt echt abgefangen und dann nochmal nachgesetzt, okay. Das war ein Gemetzel. Ihr könntet übrigens auch gerne nebenbei einfach mal auch nochmal was erobern, weil ich glaube, die sind aktuell nicht so wirklich in der Lage, uns noch bedrohlich zu werden. Deswegen sollte da zum Beispiel die Hauptstadt nicht ausreichen. Aber jetzt sind wir schon durch. Greifen wir das Fort mal kurz an. Ah, es war ein bisschen zu verlustreich. Gut. Mehr Truppen reinschicken. Ist ja nicht so schlimm. Ah, die kämpfen um ihren König hier, Alter. Leck mich am Arsch. Ich will einfach meine komplette Armee hier. Oh, er ist ein Rowdy geworden. Naja. Vielleicht ein aggressiver Herrscher, der hier Sicherheit stellt, wer hier das Reich führt. So. Das hat nicht gereicht. Okay, gut. Gut zu wissen. Könnt euch alle mal wieder entspannen kurz. Bisschen Regeneration. Ah, da kommen die feindlichen Truppen. Mhm. Gut, dann schicken wir euch mal dorthin. Da sind die Belagerungswaffen, die schicken wir dorthin. Zur Unterstützung des Ganzen, auch mal angreifen direkt. Boah, ist also verlustreich, ey, ohne Witz. Boah, so kann man natürlich auch einen Krieg verlieren, ne? Ja, so kann man auch einen Krieg verlieren. Jetzt machen sie Armee 1 kaputt, jetzt machen sie Armee 2 kaputt. Wir ziehen uns kurz zurück, bitte. Ja, das war jetzt nicht ganz so geplant, wie es lief. Ihr geht mal dorthin, ihr geht dorthin. Ja. Meine Damen und Herren, so schaut das dann aus, wenn man zu übermütig ist. Hier haben natürlich neue Truppen aus. 6.000. Ja, ihr habt genug Truppen, so ist es ja nicht. Die haben auch wieder genug Ausdauer.
So, da würde ich sagen, einmal Payback Time, Boys. So, haben wir das kurz wieder klargestellt, wer hier der Chef im Ring ist. Das Problem ist nur, dass wir einfach keine Belagerungswaffen haben. Das ist das Problem gerade. Die haben leider meine Belagerungswaffen kaputt gemacht. Ein neuer Sohn. Der ist genauso nice. Pass auf, dann enterbe ich ihn. Ne, wir lassen es erstmal, wie es ist. Wir schauen erstmal kurz. So, haben wir jetzt hier Belagerungswaffen? Ja, okay, passt. Dann schicken wir euch mal dorthin. Granary Infestation. Da helfen wir natürlich gerne. Ihr dürft hier bitte gleich hingehen. Und jetzt haben wir wieder Bauern. Ich hasse Bauern. Nochmal greife ich. Ich habe übrigens plus 89%, weil, weiß ich gar nicht warum, mit Gefangenen oder irgend sowas. Was dauert denn hier so lange? Achso. Achso, wir halten 20 Opinion. Ah, und das ist schief gegangen. Ne, ist gut gegangen. Cool. Und den Kick haben wir auch gewonnen. Tja, musste Burgund auch nochmal lernen, wie das ist, gegen mich zu kämpfen. Wir können sogar gleich den Titel übernehmen. Den geben wir ihr. Und den ihr. So. Meine Damen und Herren, das Königreich der Nordsee. Eine relativ unterhaltsame Kampagne. Wir hatten einige Probleme hin und wieder. Vor allem, als dann einmal kurz diese Zeit kam, wo wir. Oder diese Phase der durchgehenden Königsmorde, wo ein König nach dem anderen gestorben ist, das war schon relativ kritisch. Da hätte das Projekt auch enden können. Haben es dann nochmal irgendwie geschafft, da das Ruder rumzureißen. Und haben jetzt mit 50.000 Mann und wir sind eigentlich die Nummer 1. Also Byzanz ist zwar auch da, jetzt ist ja aber die Zeit der Bürgerkriege. Und wir haben es eigentlich geschafft. Wir haben 100 Einnahmen im Monat. Wir sind eine legendäre Dynastie geworden. Wir haben die komplette Nordsee im Besitz. Großteile Europas. Wie gesagt, wir könnten jetzt weitermachen noch die letzten 200 Jahre die Welt erobern. Aber musste nicht machen. Ist unnötig. Wir sehen uns im nächsten Projekt wieder. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Ihr könnt mir gerne eure Meinung auch in die Kommentare schreiben, was euch gefallen hat, was euch nicht gefallen hat. Mir persönlich hat es sehr viel Spaß gemacht. War ein schönes Projekt. Mal was anderes wieder. Das nächste Projekt wird mit dem Römischen Reich, mit der Fallen Eagle Mod, da quasi versuchen, das Römische Reich zu restoren. Als kleiner Count, als kleiner Graf beginnend. Wird relativ interessant. Freue ich mich schon sehr drauf. Ich hoffe, ihr auch. Und ich sehe euch dann beim nächsten Mal wieder, wie immer. An alle Kanalmitglieder großes Dankeschön ebenfalls für eure Unterstützung. Und ihr solltet auch schon in der Lage sein, die neue Kampagne zum Großteil anschauen zu können. Das war's von mir, ich bin raus. Macht's gut. Tschüss.